Willkommen zum letzten Video unserer Orangegurt-Serie. In diesem Video werden wir uns über das Thema Threading unterhalten. Threading habe ich noch mit in den Orangegurt reingenommen, weil das einfach eine absolut wichtige Fähigkeit ist, die ich brauche, um sinnvolle Apps zu programmieren. Und wenn wir das haben, dann würde ich sagen, sind wir ja, reif für reale Anwendungen. Dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal loslegen, sinnvolle Apps zu programmieren. Wie immer am Anfang der Hinweis, unter codeconcept.de findet ihr sämtliche Informationen, die ihr braucht. So zum Beispiel die Voraussetzungen für dieses Video. Im Prinzip alles, was bis jetzt an Videos gezeigt worden ist, solltet ihr mal gesehen haben. Der Vorgänger wäre Android Core 2.7 Settings. Und was ihr auch findet, ist das Arbeitsdokument zu diesem Video. Das ist das PDF-File Threading. Gut, insgesamt, worum soll es gehen? Wie ich schon gesagt habe, ein Verständnis für die Notwendigkeit von Threads und dem ganzen Thema asynchrone Aktionen oder Tasks erlangen. Also das sollte verstanden werden und ich werde euch zwei Lösungen bieten, die in Android funktionieren. Was ich nicht in diesem Video mit drin habe, ist das Thema Services. Das würde jetzt aus meiner Sicht zu weit gehen. Das werde ich in eine andere Gürtelfarbe mal reinpacken. Einfach weil wir für die meisten Apps, die wir jetzt für den Anfang schreiben werden, mit den ganz normalen asynchronen Threads also ausreichend bedient sind. Zwei, drei Worte zum Inhalt. Das allererste, worauf ich eingehen werde, ist das Freeze-Problem bei GUI-Anwendungen. Also wie kann es sein, dass GUI-Anwendungen plötzlich nicht mehr auf den User reagieren? Woran liegt sowas? Dann stelle ich ein kleines Beispiel vor, eine Beispielapplikation, die, wenn sie nicht richtig umgesetzt werden würde, genau zu so einem Freeze-Problem führen würde. Und dann gehen wir darauf, dieses ganze Problem zu lösen. Das mache ich jetzt erst mit einer Inner Class. Das wird nur die Hälfte der Anforderungen entsprechend umsetzen. Dann machen wir das mit einem Thread in der eigenen Klasse. Das wird komplett die Anforderungen erfüllen. Dann schaue ich in dem Zusammenhang mal auf den Post-Befehl. Also hat es nichts mit HTML zu tun, sondern wie ich Nachrichten an die Main-Activity über einen Post schicke. Dann mache ich das Ganze nochmal am Schluss mit der Lösung Async Task. Das ist auch ein von Android bereitgestellte Mechanik, mit der ich genau diese Situation lösen kann. Kümmern wir uns als allererstes mal um dieses ganze Thema Freeze. Als allererstes, was man verstehen muss, ist, dass alle User-Interface-Aktivitäten in einem Main-Thread oder UI-Thread, also User-Interface-Thread, laufen. Das heißt, egal was ich mache, wenn ich eine Activity starte, dann wird erstmal der UI-Thread gestartet und dort läuft diese Activity. Und die ist erstmal damit beschäftigt, die Kontrolle des User-Interface abzudecken. Wenn ich beispielsweise jetzt einen Button drücke, und dieser Button hat jetzt ein Unterprogramm zur Folge oder soll eine Aktivität starten, die sehr zeitintensiv ist, dann würde dieser UI-Thread dieses Unterprogramm starten und es entsprechend abarbeiten lassen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Main-Activity jetzt keine Option mehr hat oder keine Luft mehr hat, die UI-Kontrolle zu übernehmen, weil sie ist ja mit dem Unterprogramm beschäftigt. Das heißt, wenn während dieser Zeit ein Button geklickt wird, dann wird diese Information nicht verarbeitet. Wie gesagt, das Unterprogramm wird hier ablaufen und der UI-Thread ist genau damit beschäftigt. Erst wenn das Unterprogramm wieder terminiert ist, dann würde sich die App um die UI-Kontrolle wieder kümmern. Das heißt, während dieses Zeitraums hier würde mein User-Interface eingefroren wirken. Und das ist was wir natürlich nicht haben wollen. Eine Lösung von diesem ganzen Thema sieht dergestalt aus, dass ich jetzt wieder meinen UI-Thread habe. Der beschäftigt jetzt eben sich mit dieser UI-Kontrolle. Und dann drücke ich einen Button. Und was dieser Button macht, er startet einen neuen Thread. Und in diesen neuen Thread packe ich jetzt mein Unterprogramm rein.
Das hat zur Konsequenz, dass meine UI-Thread nach wie vor sich um die UI-Kontrolle kümmern kann. Dementsprechend habe ich jetzt die beiden Aktionen oder die beiden Aufgaben, die mein Programm jetzt hat. Zum einen sich um das User Interface zu kümmern und zum anderen dieses Unterprogramm abzuarbeiten, in zwei verschieden parallel laufende Bereiche ausgelagert. Und insofern kann beides durchgeführt werden. Das heißt, wenn ich jetzt einen weiteren Button drücke oder diesen Button nochmal, dann kann ich auch sogar einen zweiten Subthread starten. Und der läuft dann mit einem anderen Unterprogramm oder das gleiche nochmal. Das ist an der Stelle egal. Das heißt, jetzt habe ich die Möglichkeit, meine UI-Kontrolle durchgängig am Laufen zu halten. Und genau das ist das, was wir jetzt versuchen, mit unserem Programm umzusetzen. Bevor wir jetzt mit dem Code loslegen oder dem Beispiel, noch ein paar allgemeine Sätze. Grundsätzlich, wenn ich eine sehr, sehr kurze Verarbeitung habe, ganz kleine Rechnungen oder irgendwas, was wirklich ganz schnell geht, dann kann ich das durchaus im UI-Thread reinpacken. Das heißt, mal ein paar Zahlen zusammen zu addieren, Datumsrechnung oder sonst irgendwas, das kann ich da machen. Und zwar immer dann, wenn die Verarbeitungszeit dieser Aktivität so kurz ist, dass der User das gar nicht merkt, dass für diesen sehr, sehr kurzen Zeitpunkt seine Buttons beispielsweise nicht reagieren. Wenn ich aber eine Aktivität in meinem UI-Thread durchführe, die länger als 5 Sekunden dauert, das heißt, wenn mein Thread länger als 5 Sekunden nicht auf Anfragen von Android reagiert, dann gibt es einen kleinen Dialog, der nennt sich Application Not Responding Dialog. Vielleicht hat der ein oder andere es in seinem Gerät schon mal gesehen. Und das ist dann einfach ein Indiz dafür, dass das Programm einfach mies programmiert wurde. Das heißt, lange Verarbeitungszeiten, und zwar wirklich alles, was über ein, zwei Sekunden ist, darf nicht in dem UI-Thread sein. Das heißt, das müssen wir in einen eigenen Thread auslagern, um dort eben entsprechend sich exklusiv um diese Aufgabe kümmern zu können. Dann ein weiterer Punkt, und das ist das, was vielen dann gerade am Anfang Kopfzerbrechen bereitet. Wenn ich aus meinem Thread heraus Manipulation des User Interface machen möchte, bestes Beispiel ist so ein Progress Bar, dann dürfen diese Manipulationen nur vom UI-Thread durchgeführt werden. Und das ist jetzt ein Problem, weil wenn ich jetzt meine zeitintensiven Sachen in einen eigenen Thread ausgelagert habe und dieser Thread jetzt meine User Interface nicht updaten darf, da muss ich mir da irgendwas einfallen lassen. Aber keine Angst, wir werden dort Techniken sehen, wie das trotz allem möglich ist. Und genau aus diesem Grund, den ich gerade genannt habe, können wir nicht das Threading-Modell verwenden, das wir in Java eventuell kennen. Wir werden einiges von Standard-Java-Komponenten verwenden, aber gerade was dieses Thema angeht, wird es etwas Neues geben. Aber ich glaube, wenn man da ein, zwei Programme zu diesem Thema geschrieben hat, dann dürfte das kein großes Thema mehr sein. Werfen wir mal einen Blick auf die App, die ich hierfür vorgesehen habe. Wir sehen hier eine ganz einfache Struktur. Wir haben zwei Buttons. Einmal den Start-Button und einmal den Reset-Button. Und hier steht jetzt noch eine Zahl. Was passieren soll, ist, wenn ich diesen Start-Button drücke, dann soll ein Timer loslaufen. Wann immer ich Reset drücke, soll dieser Timer zurückgesetzt werden und weiter loslaufen. Und wenn der Timer dann sozusagen auf seinen Endwert gekommen ist, dann kann ich an der Stelle wieder meinen Startbutton drücken. Also relativ einfach. Dann sehen wir uns das Ganze noch mal in einer kleinen Animation an und auch gleich, was jetzt mit dem Thread eigentlich passieren soll. Also wir drücken den Startbutton. Das erzeugt jetzt mein Timer-Thread, der runterläuft. Es sei denn, ich drücke Reset. Dann wird die Info an den Timer nochmal geschickt, dass er nochmal auf 10 gestellt wird. Und wenn ich dann weiter nichts mehr tue, dann läuft er halt runter bis auf 0. Und wenn er bei 0 ist, dann verschwindet der Timer-Thread und ich könnte jetzt an der Stelle wieder auf Start drücken. Also relativ übersichtlich, aber grundsätzlich haben wir hier sämtliche Elemente drin, die wir für unsere Übungen brauchen. Beginnen wir mal mit der einfachsten Version.
Die wird nicht alles das beinhalten können, was wir brauchen, aber es ist fürs Verständnis mal ganz sinnvoll, etwas kleiner anzufangen. Und zwar, wir gucken uns die Methode Button Start Clicked an. Das ist die, die ich jetzt im Layout hinter den Startbutton gelegt habe. Und sobald dieser Startbutton gedrückt wird diese Methode aufgerufen. Und das allererste, was passiert ist, es wird ein neuer Thread erzeugt. Das heißt, das ist ein Element, was innerhalb des Android-Systems unabhängig läuft, also parallel zum UI-Thread. Es ist so, dass dieser Thread jetzt meine eigentliche Aktivität starten soll. Und diese Aktivität bekommt er als Parameter verpasst. Und dieser Parameter muss vom Typ Runnable sein. Runnable ist nichts anderes wie ein Interface. Das heißt, ich könnte theoretisch jetzt eine eigene Klasse bauen und dieses Runnable implementieren. Oder ich kann einfach eine Inner Class erzeugen, New Runnable, ohne entsprechenden diese Klasse weiter zu definieren. Was aber diese innere Klasse auf jeden Fall haben muss, weil das dieses Interface auch abverlangt, ist die Methode Run. Das ist sozusagen der Einstiegspunkt für den Thread, wo dem Thread mitgeteilt wird oder wo der Thread sozusagen eine Aktivität starten kann. Und diese Aktivität muss ich in meine Run-Methode hinterlegen. Was da passiert, ist eigentlich nichts Besonderes. Ich habe einen Zähler, den initialisiere ich mit 10 und der läuft dann peu à peu runter bis zu 0. Nachdem, wenn ich das Ganze jetzt so durchlaufen lassen würde, es wahrscheinlich ein paar Mikrosekunden dauern würde, bis das Ding durch ist, muss ich irgendwie diesen Thread pausieren, damit eben ich jetzt, ich sag mal, im Sekundentakt runterzählen kann. Und das läuft mit diesem Code. Ich kann sagen Thread Sleep. Das heißt, die Ausführungsaktion wird für 1000 Millisekunden, das ist der Parameter hier, unterbrochen. Das ist genau eine Sekunde. Und das heißt, er läuft jede Schleife auf diesem Punkt auf dieses Thread Sleep, wartet eine Sekunde und dann geht diese Schleife erst weiter. So, das Letzte, was fehlt, ist, ich muss jetzt in irgendeiner Form meine UI davon informieren, dass sich der Zähler weitergedreht hat. Und das passiert an dieser Stelle. Wir erinnern uns, wir haben vorhin gesagt, dass das User Interface nur von dem UI-Thread manipuliert werden darf. Hier bin ich aber nicht im UI-Thread, hier bin ich in meinem eigenen Thread. Also muss ich es irgendwie schaffen, die Informationen darüber zu bringen. Und die Android-Macher haben sich hier Folgendes überlegt: Jedes View-Element beinhaltet die Methode Post. Und dieses Post benötigt ebenfalls ein Objekt vom Typ Runnable, also eine Klasse, die Runnable beinhaltet. Und dort wird eine Aktion festgelegt, die dann mein entsprechendes User Interface updatet. Das heißt, hier an der Stelle haben wir dieses Set Text. Und dieses Set Text soll jetzt entsprechend meinen Counter auf mein GUI, diese Zahl, die wir vorhin gesehen haben, entsprechend updaten. Was dann passiert ist, wenn ich diesen Post-Befehl abschicke, es wird eine Nachricht an diesen UI-Thread geschickt und nach einer entsprechenden Verarbeitungszeit oder wenn dieser UI-Thread in der Lage ist, diese Nachricht zu verarbeiten, wird sie von diesem Nachrichtenstack runtergenommen und entsprechend verarbeitet. Das heißt, ich habe hier potenziell auch eine gewisse Zeitverzögerung, aber ich greife nicht aktiv in die einzelnen Objekte meines UI-Threads ein. Und das ist genau das, was wir auch haben wollen. Ansonsten bleibt noch zu erwähnen, dass ich an dieser Stelle, dadurch, dass ich durch diese Message Queue, durch die meine Befehle durch müssen, ich eine gewisse Zeitverzögerung habe, auch gewisse Race Conditions dann erzeugen kann. Und da gilt es für jeden, der solche Sachen entwickelt, sich da mal ganz in Ruhe Gedanken darüber zu machen, was wann denn passiert. Da hat man durchaus die Situation, dass man manchmal ein paar Effekte dann sieht, die erstmal schwer zu verstehen sind. Das liegt dann meistens daran, dass man vergessen hat, dass wenn ich diese Message abschicke, es durchaus ein bisschen Zeit dauern kann, bis mein UI-Thread diese Message auch weiterverarbeitet. Also hier einfach dran denken, da muss die Komponente Zeit auch eine Rolle bei den unseren Überlegungen spielen.
Ja, und am Schluss muss ich diesen Thread noch starten. Das mache ich mit Punkt Start. Und sobald diese Methode aufgerufen wurde, läuft das Ding los, ruft Run auf und der Zähler läuft runter. Sobald der Zähler dann durch ist und meine Run-Methode sozusagen abgearbeitet wurde, terminiert dann auch dieser Thread und dann ist das ganze Thema durch. Das heißt, er existiert nicht mehr und müsste jetzt beim neuen Drücken von Start auch neu instanziert werden. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir sind mit unserem Code in der Lage, einen Thread zu starten und der lässt unseren Zähler laufen. Der Ul-Thread wird nicht beeinträchtigt, weil wir schicken die Informationen für den User Interface Update über unsere Message Queue, über diesen Post-Befehl. Insofern greifen wir nicht verbotenerweise in unseren UI-Thread ein. Problem ist, wenn wir diesen Startbutton zweimal betätigen, dann laufen auch zwei Threads parallel und somit auch zwei Zähler parallel. Das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Also ich muss hier irgendeine Verriegelung einbauen. Problem ist, wir haben diesen Thread als Inner Class realisiert, ohne irgendwelche Referenzen nach draußen. Das heißt, ich kann eigentlich nicht wirklich feststellen, ob denn ein Thread läuft, weil ich habe keine Referenz mehr drauf. Und dementsprechend kommen wir hier mit unserer Methodik an eine Grenze, die wir anderweitig irgendwie lösen müssen. Und wir werden auch an anderen Stellen genau dieses Problem haben, beispielsweise wenn wir den Reset-Button drücken. Das heißt, wenn wir Reset drücken, müsste ich auch wieder in diesen Thread eingreifen, aber wenn ich keine Referenz drauf habe, kann ich das nicht tun. Ergo kamen wir hier an der Stelle auch nicht weiter. Das heißt, um das Ganze jetzt zu lösen, versuche ich diesen Ansatz nochmal, aber nicht als Inner Class, sondern ich erzeuge tatsächlich eine eigene Klasse. Und die bietet nach außen hin Public-Methoden an, die ich dann später über meine Buttons dann wieder manipulieren kann. Die Klasse, die ich jetzt hier baue, die habe ich jetzt mal MyTimer genannt und das Ding implementiert MyRunnable Interface. Das heißt, ich werde dann in der Lage sein, wenn ich einen neuen Thread erzeuge, ein Objekt dieser Klasse auch in diesen oder als Parameter für dieses New Thread reinzupacken. Was ich dann brauche, ist, ich brauche einen Zähler, der entsprechend dann runterläuft. Ein Start Value, das habe ich hier immer mit 10 belegt, aber ich habe dann in der eigentlichen Umsetzung auch noch das Ding so hingedreht, dass ich ihn mit einem Initialwert nochmal bestücken kann. Das werden wir dann gleich nochmal sehen. Das Busy Flag ist dafür da, dass ich später von außen feststellen kann, ob denn dieser Zähler gerade läuft, damit ich den Start-Button-Befehl nur dann weiterreiche, wenn eben mein Zähler wirklich durch ist. Und dann brauche ich noch eine Referenz auf MyTextView. Das ist eben das Ding, was ich benötige für mein Update der UI-Thread, für diese Message-Queue. Das sehen wir auch gleich, wie das dann umgesetzt wird. Schauen wir uns mal den Konstruktor an. Der beinhaltet jetzt den Startwert, also 10, oder wenn ich ihn dynamischer oder flexibler nutzen will, kann ich auch mal sagen, okay, ich habe einen Zähler, der ab 20 läuft, dann ist eben hier mein E-Value beim Aufruf auf I20 zu setzen. Und dann gebe ich auch gleich die Referenz auf mein Text-View, den ich dann updaten möchte für meinen eigentlichen Zähler. Dann habe ich noch einen Getter für meinen BusyFlag und am Schluss noch eine Methode für ResetMyTimer. Ich bitte hier zu beachten, dass wir hier eine Erhöhung des Startvalues um 1 vornehmen. Das ist deswegen notwendig, weil wir später sehen werden, wir haben ein paar Race Conditions aufgrund unseres Threads oder besser gesagt aufgrund unserer Message Queue und wir werden das nochmal Schritt für Schritt durchexerzieren, warum es hier notwendig ist, das Start Value um 1 zu erhöhen.
Nun, wir haben das Interface Runnable implementiert, ergo müssen wir jetzt auch die Methode Run umsetzen. Public Void Run, das ist relativ übersichtlich. Und das ist jetzt eigentlich das Arbeitstier, das hier die ganze Thread-Arbeit für uns übernimmt. Wir starten erstmal damit, dass wir unsere inneren Variablen gerade ziehen. Also dieses BusyFlag wird auf True gesetzt, weil ja jetzt der Thread läuft. Dann setze ich meinen Timer zurück, also auf diesen Wert 10 plus 1 macht 11. Dann gehen wir in die Schleife rein. Die Schleife habe ich so umgesetzt, dass ich zuerst prüfe, ist denn mein Zähler größer 0, nicht größer gleich, sondern größer 0. Und als allererstes ziehe ich dann den Wert um 1 ab. Das mache ich deswegen, weil ich am nächsten Schritt meinen TextView mit einer neuen Nachricht eben belege. Das heißt, hier schicke ich jetzt die aktuelle Timer-Variable, also den E-Counter, schicke ich an mein UI-Thread. Der Hintergrund ist, ich ziehe zuerst meinen Zähler ab, das heißt, ich mache ihn von 11 auf 10 und dann schicke ich den abgedateten Wert. Wenn ich es andersrum mache, ich würde zuerst den Wert schicken und dann runterzählen, dann würde ich an der Stelle etwas anzeigen, was mein Zähler momentan gar nicht darstellt. Weil bis meine Anzeige soweit ist, bis diese Message durch ist, ist mein Zähler längst schon wieder um 1 reduziert und dann habe ich eine Asynchronität zwischen dem angezeigten Wert und meinem tatsächlichen Zählerwert und das gilt es erstmal zu vermeiden. So, ansonsten sieht das Ding genauso aus wie im anderen Beispiel. Ich poste einfach mein Befehl Set Text und dann wird das Ganze von meinem UI-Thread umgesetzt. Ansonsten gilt es noch zu sagen, ich kriege diese ganze Methodik auch anderweitig hin. Das heißt, ich könnte theoretisch auch meinen Counter mit 10 beginnen lassen und meine Reduktion ganz am unten der Schleife durchführen. Das Problem, was ich dann aber habe, ist, was passiert, wenn ich meinen Reset-Button drücke. Weil diesen Reset-Button werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach dann drücken, wenn er gerade im Sleep ist. Aber im Vergleich zum anderen Code ist das, was ich hier jetzt eingekreist habe, der Code, wo er zu 99,99% seiner Zeit verbringen wird. Weil dieser obere Code, der ist ja ruckzuck durchgearbeitet und dann sitzt er hier in diesem Sleep-Bereich. Und wenn man sich das mal konkret durchdenkt, das wird genau der Zeitpunkt sein, wo ich mein Reset drücken werde. Wenn ich Reset drücken werde, möchte ich meinen Timer resetten. Das heißt, ich würde von meinem aktuellen Zählerwert wieder auf 11 hochgehen. Und dann würde ich mit genau dieser 11 wieder an diesem Bereich sein und dann wieder neu durchlaufen. Das heißt, dann bin ich intern sauber und würde mit 10 weitermachen und das würde dann reduziert werden auf den Wert 9 und wieder runtergehen bis 0. Am Schluss muss ich dann noch sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr busy, die Methode Run ist terminiert und dann kann von außen wieder festgestellt werden, dass der Startbutton neu gedrückt werden müsste. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal in der Main Activity an. Ich habe eine Klassenvariable jetzt definiert mit MyTimer. Das ist die Variable, wo ich ein Objekt meiner neu erstellten Klasse reinlegen werde. Und somit habe ich eine Referenz auf diese Klasse. Das ist das, was wir im ersten Beispiel nicht hatten. Ich kann hier an der Stelle jetzt sagen von außen an dieses Objekt angreifen und Veränderungen vornehmen. Beispielsweise den Zählerstand neu setzen oder prüfen, bin ich gerade busy. Und das geht eben, weil ich das hier als Klassenvariable realisiert habe. Und dann in der onCreate-Methode muss ich dann lediglich mein Timer neu erzeugen. Ich muss ihn instanziieren mit dem Initialwert 10, das heißt, ich fange bei 10 an und dann auch als weiteren Wert meine View, die entsprechend mit dieser ID-TextCounter identifiziert werden kann.
Ansonsten gibt es dazu eigentlich nichts Großes zu sagen. Ich habe jetzt mein Objekt, das ist sozusagen vorbereitet und wartet jetzt nur noch darauf, loszulegen. Das kann aber erst passieren, wenn ich einen Thread erzeugt habe, der meine Run-Methode aufruft. Und das realisieren wir in dieser Button Start Clicked Methode, wo wir vorhin eben auch unseren Thread gestartet haben. Hier sieht es aber entsprechend einfacher aus. Ich prüfe erstmal, ob mein Timer busy ist. Das heißt, läuft das Ding gerade? Wenn nicht, dann starte ich einen neuen Thread und übergebe diesen Thread meinen Timer. Ja, das war's eigentlich. Dann läuft das Ding los und die Zahlenwerte werden runterpurzeln. Wenn ich Reset drücke, dann kann ich jetzt direkt auf meinen Timer zugehen und eben den Wert rücksetzen auf diesen Wert 10 plus 1, also 11. Und dann würde er entsprechend beim nächsten Update des Bildschirms wieder auf der 10 landen. Wichtig ist jetzt, dass dieser GUI-Update nur deswegen hier funktioniert, weil ich den mit diesem Post-Befehl an meinen UI-Thread weiterschicke. Und schauen wir uns mal an, welche Option ich hier im Prinzip habe. Ich habe einmal diesen Post-Befehl, wie wir ihn gerade gesehen haben. Dann habe ich Post-Delayed. Das ist eben die Möglichkeit, dass ich mit einer gewissen Zeitverzögerung diese Run-Methode aufrufe. Und das ist der zweite Parameter, Long, der auch wieder die Verzögerung in Millisekunden darstellt. Dann gibt es noch die Methode Run on UI-Thread. Das ist im Prinzip nichts anderes wie der Post-Befehl. Nur dieser Run on UI-Thread, der ruft mir sozusagen Aktionen der Activity auf. Das heißt, wenn ich zentraler meine Funktionalitäten andocken möchte, dann mache ich das im Regelfall in der Activity und dann rufe ich eben Run on UI-Thread auf. Das andere, was oftmals noch gefunden wird, ist, dass ich eine sogenannte Handler-Klasse instanziere. Das Ding heißt auch Handler und diese Handler-Klasse bietet auch eine Post-Methode an. Das heißt, wenn ich in der Activity diese Handler-Klasse instanziere, dann kann ich später in meinem Thread eine Referenz auf diese Handler-Klasse erlangen und dort dann meinen Postbefehl abschicken. Und der läuft dann auch über den UI-Thread. Das sind so eigentlich die Hauptmethoden, die wir sehen. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Wie immer, hier muss man sich auch ein bisschen reinfrickeln, aber das läuft dann schon. Grundsätzlich gilt, oder ist das zumindest das, was die Literatur sagt, bei mittlerer Dauer von diesen Aktionen sollten eigene Threads dann umgesetzt werden. Das heißt, wenn ich beispielsweise paar Sekundenbereich irgendwelche Aktivitäten habe, dann sollte ich das mit diesen Threads machen. Bei sehr langen Elementen, also wenn es wirklich im Minuten- oder noch länger Bereich ist, dann sollte man auf Services zurückgreifen, was wir uns in einem anderen bei einer anderen Stufe mal anschauen. Und bei relativ kurzen Zeiten, dann sollte man dieses Thema Async Task verwenden, was ich gleich im Anschluss be besprechen will. Mir persönlich ist der eigene Thread eigentlich lieber, weil ich es vom Handling irgendwie transparenter finde, wie das Async Task. Auf der anderen Seite, wenn ich das mit diesem Async Task einmal auch gerafft habe, dann geht es eigentlich auch relativ bequem. Aber das ist Geschmackssache, das muss jeder für sich selber auch mal dann durchexerzieren und seine eigenen, ja, Erfahrungen dann machen. So, als letztes Thema möchte ich jetzt auch tatsächlich diese Async Task mal besprechen. Diese Async Task ist im Prinzip, kann man sich das vorstellen wie so ein Pool von Hintergrund-Threads, die im Kontext der UI-Thread laufen. Wie das Ordetail dann im Hintergrund umgesetzt wird, soll uns jetzt hier an der Stelle mal nicht interessieren. Wir stellen uns das genau so vor: Es gibt Threads, die genau dafür da sind, längerfristige Aktionen in einem eigenen Pool von Threads umzusetzen. Und dieser Zugriff, damit ich damit arbeiten kann, läuft über normierte Methoden, die ich überschreiben kann. Und genau die schauen wir uns jetzt mal an, und zwar die onPreExecute. Das ist mal die erste Methode, wenn ich so einen asynchronen
Task starte mit der Methode execute, dann wird automatisch diese onPreExecute-Methode aufgerufen und hierdurch üblicherweise vorbereitende Schritte durchführen. Also beispielsweise, wenn ich eine Progress-Bar habe, die ich anzeigen möchte, dann erzeuge ich die beispielsweise hier drin. Oder wenn ich Ressourcen reservieren möchte, das mache ich alles in dieser onPreExecute-Methode. Für sehr einfache Sachen brauche ich die gar nicht, die lasse ich dann so, wie sie ist oder ich überschreibe sie erst gar nicht. Nächste Methode ist die DoInBackground. Das ist dieses Arbeitstier, wie ich es bei den Threads genannt habe. Das ist quasi genau das Ding, das sich um die gleiche Funktionalität kümmert wie diese Run-Methode bei den Threads. Also hier läuft eigentlich die Musik. Und was ganz interessant ist, ich habe hier ein Parameter. Das ist nichts anderes wie ein Array von Objekten. Und die hole ich mir aus der Execute-Methode raus. Das heißt, wenn ich Execute aufrufe, gebe ich der Execute-Methode auch ein Array von Objekten mit und dieses landet dann in der DoInBackground-Methode. Wie gesagt, die wird von Android selber aufgerufen. Die ruft nicht ich auf, sondern Android bzw. der UI-Thread. Und diese Parameter sind erstmal nicht typisiert und den weise ich einen Typ zu, indem ich die Klassendefinition entsprechend durchführe. Also das schauen wir uns gleich nochmal an, wie die Klassendefinition aussieht. Dann onProgressUpdate, das ist auch eine Methode, die von Android aufgerufen wird, aber nur dann, wenn ich selber im Regelfall in meiner DoInBackground-Methode den PublishProgress aufrufe. Das ist im Prinzip ein Befehl, den ich an Android schicke, bitte jetzt diese OnProgressUpdate-Methode aufrufen und dort wird entsprechend, jetzt wenn ich jetzt eine Progress-Bar habe, festgelegt, wie weit muss sie denn angezeigt werden. Dieses Array von Objekten wird auch wieder von der Klassendefinition übernommen und ich hole mir das ganze Thema oder die Werte aus der Publish Progress Methode raus. Das heißt, dort rufe ich was auf, übergebe einen Parameter und der landet dann in der OnProgress Update Methode. Die letzte Methode, die wir uns hier anschauen, ist die OnPost Execute Methode. Das ist sozusagen die finale Methode, die aufgerufen wird, wenn mein ganzes Programm dann terminiert. Das heißt, wenn du in Background fertig ist, dann wird onPostExecute aufgerufen. Der Parameter, ResultParameter, ist nichts anderes wie der Return-Wert in meiner DoInBackground-Methode. Das heißt, dort bin ich fertig, dann sage ich Return und wenn ich jetzt als Result-Typ String beispielsweise hinterlegt habe, sage ich Return irgendein String und der landet dann hier in dem Parameter Result. Dann schauen wir uns mal die Klassendefinition an. Wenn ich jetzt beispielsweise wieder MyTimer oder MyTimerTask habe ich das ganze Ding jetzt genommen, erzeugen möchte, dann sage ich hier an der Stelle Extends AsyncTask. Das heißt, das ist an der Stelle meine Elternklasse sozusagen und dann kommen die Parameter und zwar Params. Das sind die Params von der DoInBackground-Methode. Progress, die Parameter der OnProgressUpdate-Methode und Result, das ist der Parameter von diesem PostExecute. Was aber hier festgelegt wird, sind nicht die Werte, sondern ausschließlich die Datentypen, die ich an der Stelle benutze. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ich alle Parameter, wenn ich jetzt ein Objektarray habe, gleich vorhalten muss. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Dann werfen wir mal einen Blick auf den konkreten Code, der dieses Beispiel von ganz am Anfang unseres Videos lösen soll. Allererstes mal unsere Klassendefinition. Ich habe die Klasse MyTimerTask getauft, das Ganze abgeleitet aus AsyncTask. Und dann kommen die Datentypen der Parameter. Das heißt, der allererste Parameter ist Integer für meinen Start. Progress Update läuft über String und ganz am Schluss habe ich gesagt, brauche ich eigentlich keinen Parameter, ergo habe ich hier Void angegeben. Und Achtung, es ist kein Tippfehler, das ist tatsächlich ein großes V,
Das liegt daran, dass ich hier quasi ein Void-Objekt brauche und das flexibel halten muss. Aber das werden wir nachher nochmal in Action sozusagen sehen. Die Klassenvariablen sind genauso wie bei dem vorausgegangenen Beispiel, weil ich habe ja im Prinzip von der Funktionalität hier nichts geändert. Nachdem wir die OnPreExecute-Methode nicht brauchen für unser Beispiel, fangen wir gleich mit der DoInBackground-Methode an. Was wir hier sehen, ist Integer als unser definierter Startparameterwert. Und die Variable habe ich jetzt mal StartValue getauft. Dann wird die Mechanik des BusyFlex dargestellt. Also am Anfang wird es auf True gesetzt, ganz am Schluss auf False, damit ich von außen feststellen kann, dass das Ding gerade läuft. Dann mein Start-Value hole ich mir aus meinem Array, also Start-Value von 0, weil ich ein Array von Objekten bekomme. Nachdem wir das Ding nur einmal starten, ist es die Position 0. Dann mache ich wieder das gleiche wie bei der anderen Methodik auch. Also ich habe Reset my Timer, ich setze meinen Timer auf den definierten Anfangswert und ich habe meine Zählschleife mit meinem Counter, also im Prinzip wie vorher auch. Jetzt möchte ich gerne mein GUI updaten und das mache ich über die Methode Publish Progress. Das heißt, hier schicke ich eine Information an Android mit der Bitte, die Methode on Progress Update aufzurufen und was übergeben wird, ist ein Stringwert und zwar genau dieser Counter hier. Und dann haben wir wieder unsere Pausenfunktionalität, das ist genauso wie beim normalen Thread und ganz am Schluss geben wir Null zurück. Das heißt, obwohl wir Void haben, aber hier eben groß Void, müssen wir hier was zurückgeben. Nachdem wir keinen sinnvollen Wert zurückgeben müssen, ist es einfach nur Null. Dann die OnProgressUpdate-Methode. Die bekommt jetzt wieder ein Parameter, String. Deswegen habe ich Progress getauft und jetzt kann ich hier direkt an myTextView diesen setText Aufruf durchführen. Einfach deswegen, weil dieser AsyncTasker im Kontext von dem UI-Thread läuft. Insofern habe ich hier die Berechtigung, direkt auf meine entsprechenden GUI-Elemente zuzugreifen. Und das ist sozusagen der eigentliche Sinn dieser ganzen Mechanik, dass ich hier nach wie vor Zugriffsrechte auf die Elemente meiner GUI habe. Der ganze andere Kram ist genauso wie beim vorausgegangenen Thema bei den Threads. Das heißt, ich muss meinen Getter für ein Busy Flag etc. machen. Also da gehe ich jetzt nicht noch weiter drauf ein. Jetzt schauen wir uns in der Main-Activity mal an, wie ich den ganzen Kram starte. Also auch hier brauche ich jetzt eine Referenz auf diesen Timer-Task. Das mache ich mit einer eigenen Klassenvariable. Und an der onCreate-Stelle erzeuge ich jetzt diesen Task, indem ich myTimerTask oder den Konstruktor von myTimerTask aufrufe und danach kann ich jetzt mein TextView setzen. Das könnte ich theoretisch auch im Konstruktor machen, aber ich habe mich jetzt einfach mal für diese Art und Weise entschieden. So, das heißt, ab dieser Stelle existiert dieses Objekt tatsächlich und kann bei Bedarf dann auch entsprechend gestartet werden. Und das tue ich dann auch an diesen Stellen. Fangen wir hier jetzt mal ausnahmsweise mit der Reset-Methode an. Hier kann ich entsprechend über myTimerTask einfach gehen und Reset myTimer aufrufen. Das heißt, es ist im Prinzip genau das gleiche wie in der Mechanik mit dem eigenen Thread. Wirklich anders ist jetzt hier genau diese Stelle. Ich habe in dem Button Start klickt, also wenn der Start-Button geklickt wurde, prüfe ich jetzt als erstes myTimerTask, ob das Ding busy ist. Und dann rufe ich diesen Task mit Execute auf. Diesem Execute verpasse ich jetzt auch einen entsprechenden Parameter, das ist die 10, und der wird dann in dieses Object-Array eingetragen, den ich ja dann bei diesem Aufruf von DoInBackground auch auslesen kann und verwerten kann. Das war es im Wesentlichen. Das heißt, sobald dieses Ding hier aufgerufen wird, tickert mein Timer los. Der Reset-Button würde es wieder zurücksetzen und insofern habe ich genau die gleiche Funktionalität wie bei dem eigenen Thread, was wir vorhin gesehen haben.
Jo, jetzt haben wir dieses Thema auch schon geschafft. Grundsätzlich auch hier gilt wieder, sich das mal in aller Ruhe durch den Kopf gehen zu lassen. Auch ein bisschen rumspielen damit. Das ist für viele vielleicht wirklich ein Novum, mit Threads zu arbeiten. Aber wie ich ganz am Anfang hier von diesem Video erklärt habe, ohne die Threads wird es nicht funktionieren. Zumindest keine sinnvollen Programme, weil diese ganzen Langläufer, die muss ich wirklich irgendwo auslagern. Und da ist es wirklich egal, ob es intensive Berechnungen sind oder irgendwelche Downloads oder sonst irgendwas. Das muss im Hintergrund laufen. Also hier bitte da intensiv nochmal drüber nachdenken und ihr werdet sicher die Punkte finden, wo ihr in euren Apps solche Threading-Mechanismen einbauen könnt oder müsst. So, das war jetzt das letzte Video zum Orangegurt. Wie ich am Anfang schon versprochen habe, der ist ein bisschen umfangreicher als der Gelbgurt. Aber das sind einfach die Themen, die aus meiner Sicht für ein gewisses, ja, professionelles Level an App-Programmierern eben notwendig ist. Auf meiner Homepage findet ihr noch so eine kleine Aufgabenstellung. Das ist im Wesentlichen die Aufgabenstellung vom Gelbgurt, aber insofern erweitert, dass ihr mit Threading entsprechend arbeiten könnt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze auch mit Fragments dann umsetzen und ein paar Settings reinbauen, damit ihr die Sachen noch mal ein bisschen einübt. So, das war's zum Orangegurt und auch hier wieder viel Spaß beim Programmieren.